Heute kommen wir zur Erklärung des Versuchs auf gestellte Pendel. Letztes Mal mit dem Holzball los wirkt er wie ein Fadenpendel. Das Gewicht wird dabei jedoch angezogen und rutscht runter, wodurch sich die Länge des Pendels verkürzt. Dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit des Pendels und das Pendel erreicht irgendwann die nötige Geschwindigkeit, dass es sich überschlagen kann. Dadurch entstehen Reibungskräfte, die ein weiteres Herabfallen des Gewichts verhindern.